Judith von Wir sind Helden ist hier. Grüß dich. Alles klar? Geht's dir gut? Ja, ich bin ein ganz kleines bisschen durch. Oh. Schon viele Interviews gehabt? Nee, das gar nicht so. Ich habe verblüffend schlecht geschlafen. Oh. Ehrlich gesagt, ich bin die erste Nacht ohne meine Kinder unterwegs und wache tatsächlich aus der Ferne synchron dann auf, wenn meine Tochter nachts aufwacht. Krass, ist das wirklich so? Beschissen ist das, ja. Oh. Und dann geht man so ins Bett und denkt, erste Nacht ohne Kind, ich kann durchschlafen. Und dann so, ding. 4 Uhr morgens. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, 3 Jahre Pause gehabt, viel passiert. Pause ist nicht das Wort. Ja, Pause ist nicht so das richtige Wort. Stimmt, ja. Ein zweites Kind ist dazugekommen. Mhm. Wie kann man sich das dann so vorstellen? Also auch so im Studio. Sonst arbeitet ihr wahrscheinlich irgendwie so 12, 13 Stunden durch und Dann muss man mit Kindern zwischendurch wahrscheinlich auch mal. Ja, aber es ist schon was anderes, weil eigentlich ist so eine Plattenproduktion oder so eine Tour auch, das ist so, da begibt man sich rein und kommt irgendwann am anderen Ende wieder raus und muss sich auch so ganz reinbegeben. Und mit Kindern geht dieses Reinbegeben nicht. Ne? Man muss irgendwie immer so im Fahrersitz bleiben. Und das war manchmal schwierig. Und ich bin dann teilweise echt einfach nachts, wenn die Kinder geschlafen haben, wieder ins Studio und habe dann weitergemacht, weil ich einfach noch nicht fertig war für den Tag innerlich und noch was machen wollte und dementsprechend wenig geschlafen. Ja, das heißt, du bist jetzt auch ziemlich fertig durch die ganze Arbeit. Und grundfertig. Das neue Album, Bring mich nach Hause. Der erste Song, der läuft bei uns im Radio schon rauf und runter, ist Alles. Wie ist der entstanden? Das ist so eine Erlösungsfantasie eigentlich, aber auf eine abstruse Art und Weise. Also ich habe mich gefragt, was passieren würde, wenn so dieses menschliche Suchen, mit dem man so wahnsinnig viel Zeit verbringt und so wahnsinnig viel Herz reingibt, irgendwann mal einfach abgekürzt würde. Relativ rabiat, mit einem Schlag auf den Hinterkopf, und es würde einem alles auf einmal gegeben. Alles, was man ein Leben lang sucht. Wäre es dann zu einfach? Keine Ahnung, also in fast allen Religionen der Welt ist das natürlich auch ein Erleuchtungsmoment, wo das dann nicht zu, also es ist halt, glaube ich, in Wirklichkeit alles ganz einfach, man muss nur aufhören, die ganze Zeit im Kreis zu rennen und zu gackern, und das ist aber nicht so meine Natur, und deswegen habe ich, glaube ich, auf der Platte relativ viele so Fantasien von, dass es irgendjemand anders für mich erledigt und mir eins überbrät und dann ist mal Ruhe. Kommt man dann auch auf solche Ideen, wenn man Kinder hat, noch viel mehr, wenn man seinem Kind so in die Augen schaut? Ja, schon. Also ich habe das Gefühl, gerade Neugeborene sind so ein bisschen sowas wie so kleine Botschafter. Also das kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man Kontakt mit so Neugeborenen hat, weil das hat wirklich was ganz anderweltliches. Die fahren so rein ins Leben. Die sind erst noch nicht ganz da, so ein bisschen drüben irgendwo. Das wird einem sehr greifbar, dass der Anfang des Lebens mit dem Ende des Lebens sehr verwandt ist. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das Album jetzt so melancholischer ist? Kann man das so sagen? Ja, das stimmt. Also da gibt es tatsächlich immer so Verwirrnisse, weil alle sagen, es ist doch schön, Kinder zu haben, und ist doch so heiter und so. Ist es ja auch. Die sind ja auch wahnsinnig lustig die meiste Zeit. Aber genau daran, dass sie so lustig und so niedlich und so wunderbar sind, hängt man dann natürlich sein Herz, und schwupp sind so da die Verlustängste. Kind kommt und sagt, haha, du bist raus aus der Nummer mit der Erleuchtung. So, ich bin jetzt hier und an mir wirst du hängen, und wenn es mir nicht gut geht, wird es dir auch nicht gut gehen. Ihr habt auf eurer Homepage so ein Pausentagebuch gemacht, also total witzig, da kann man dann so nachlesen, was ihr alles so gemacht habt. Natürlich nicht alles in den 3 Jahren, aber so teilweise einiges. Und was ich sehr witzig fand, war halt auch, du hast so geschrieben, was du alles machen wolltest, was sehr viel war. Da habe ich, das hat, glaube ich, meine Pause auch bestimmt, was ich alles machen wollte. Du hast dann, aber es ist ja oft so, nicht ganz so viel geschafft, aber immerhin noch einiges. Du hast zum Beispiel auch Gitarrenunterricht genommen. 6 Stunden. 6 Stunden. 6 Stunden Gesangsunterricht, 5 Stunden Gitarre. Wie gut würdest du gerne Gitarre spielen können, oder warum hast du Gitarrenunterricht genommen? Ich wollte irgendwie wieder zurückkommen zu dem, was mir am Gitarrespielen Spaß macht, und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und habe dann ganz, also für mich ganz eindeutig klar entschieden, dass ich in dieser Band erstmal nicht mehr Gitarre spielen will oder sehr viel weniger. Obwohl ich den Spaß am Gitarrespielen wiedergefunden habe. Aber ich habe auch gemerkt, was mir den Spaß versaut hat, nämlich das unter so viel Druck zu tun und mit so viel Müssen und bei Rock am Ring vor 40.000 Leuten. Ich bin einfach keine Gitarristin, ich habe das nie so gemeint. Ist es dann oft so, dass wenn man also was gerne macht und wenn man dann diesen Druck hat, dann verliert man so ein bisschen Lust? Ging es dir vielleicht auch schon mal so beim Interview oder auf der Bühne sogar, dass du gesagt hast, boah, ich liebe das eigentlich, aber der Druck ist jetzt gerade so groß, dass mir das ein bisschen die Lust... Definitiv. Das ist oft so, andauernd. Also gerade weil das ja genau das ist, was ich so liebe und unbedingt machen will. Deswegen habe ich so ein bisschen eine Berufsbehinderung, dass mir nichts egal ist. Und es wäre
geiler, wenn mir ein paar Sachen egaler wären. Es wäre auf jeden Fall machbarer. Was war so das, was dich dann so am meisten fertig gemacht hat? Ich glaube, dieses ständige Gespiegeltwerden, weil das passiert nur, wenn Journalisten anhand deiner Person noch irgendwas erzählen können, was über die Musik hinausgeht. Und das ist natürlich dann auch gut. Aber so für die Seele ist es eigentlich nicht besonders gut, wenn dir dauernd einer erzählt, du bist ja jetzt bla 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 und stehst ja für bla bla. Und wie ist es, als Vertreter von bla wahrgenommen zu werden? Und das geht alles nur noch, also unheimlich viel zumindest, um die Einordnung in der Gesellschaft und was es über deine Generation sagt. Liest du dann sowas noch oder hast du irgendwann aufgehört, dich damit zu beschäftigen und denkst dir mittlerweile so, pff. Ich möchte immer am liebsten zurückschreiben. Ich denke, ich finde es immer so unfair, dass das so eine einseitige Kommunikation ist und ich will dann immer schreiben, Dings da Bums betrat den Raum und hatte ungewaschene Haare. Weißt du, so wie die über dich dann schreiben irgendwie. Mir sind schon Klamotten angedichtet worden, die ich nicht anhatte, nur um irgendeine Art von Schublade zu rechtfertigen. Also was weiß ich, Klassensprecherin ihrer Nation, was habe ich jetzt? Klassensprecher der Nation muss natürlich ein Ringelshirt und irgendwie, keine Ahnung, Overknee-Strümpfe anhaben und total niedlich aussehen, auch wenn es nicht wahr ist. Und dann denke ich mal, ein Journalist betrat den Raum und war ein blödes Arschloch. Aber du hast es noch nie gemacht. Nee, aber mache ich vielleicht bald. Das wäre cool. Ja, eigentlich schon. Ne? Fände ich auf jeden Fall. So eine Rubrik auf der Homepage, dachte ich so. Stimmt. Wo man einfach so zurückschreibt. Das ist wirklich eine coole Idee. Das habe ich, glaube ich, bei Charlotte Roach oder so mal gelesen. Das hat die einmal gemacht, weil da so ein Interview total daneben gegangen ist. Und dann hat sie aufgeschrieben, wie schlimm das war. Ach, aber schön. Das fand ich sehr amüsant, ja, das auch dann klar. So zu lesen. Das Video zu alles, das ist sehr cool geworden. Wo habt ihr das gedreht? In den Sümpfen bei Rheinsberg in Brandenburg. Also es war wirklich, im Sumpf, im Wasser und nicht irgendwie... Ja, unsere einzige Sorge war, dass man das nicht genug sieht, weil wir haben wirklich total gelitten. Ich fand, das hat man schon gesehen. Es hat total Spaß gemacht, weil es echt eine extreme Erfahrung war. Wir haben ja zwei Videos gedreht, das zweite kommt erst noch, auch in jenem Sumpf. Und da gab es tatsächlich Blutegel. Und der irgendwie am Anfang haben wir immer nur so Witze gemacht und irgendwann hatte dann der Kameramann tatsächlich eins am Bein. Das war nicht mehr so witzig. Und in dieser einen Szene, wo wir dann tatsächlich quasi bis hier im Sumpf stecken, also wir sind da irgendwann richtig reingegangen, wir hatten eine Försterin dabei und die immer geht schon, die kommt schon wieder raus. Und wir so, aber es war total lustig, die Leute waren wahnsinnig nett und es war ein bisschen wie so ein Ausflug into the wild und wir sind Helden.